Heute zeige ich dir drei Tipps zum Spielen von schnellen Tempis auf dem Bass. Hi, ich bin der Alex von irgendwaslernen.de. Schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Immer wieder werde ich gefragt, Alex, wie kann ich denn schneller spielen? Wie kann ich einfach Sachen auf dem Bass um einiges schneller spielen, als ich das bisher so kann? Das ist dann meistens, weil die Leute zum Beispiel einen Kurs von mir machen, zum Beispiel den essentielle Grooves für Bass, und dann an sich das gut spielen können, dann aber merken, ich komme nicht so richtig auf das Zieltempo, und mich dann fragen, gibt es spezielle Übungen, die ich machen kann, einfach um schneller spielen zu können auf dem Bass, um quasi das Zieltempo zu erreichen. Und darum möchte ich dir heute drei Tipps geben, wie du schnellere Tempis auf dem E-Bass spielen kannst. Eine Sache vorweg, schnell ist natürlich sehr relativ. Für den einen sind 120 BPM Achtelnoten schnell, für den nächsten sind bei Tempo 90 Sechzehntelnoten spielen schnell. Das kommt ganz darauf an, wo du dich natürlich auf deiner Entwicklung oder ja bei deiner Bassentwicklung gerade befindest. Ich habe dir heute einfach mal drei Tipps zusammengetragen, die mir selber auch immer wieder geholfen haben, ja, um Sachen schneller auf dem E-Bass hinzubekommen. Tipp Nummer 1, übe langsam und habe Geduld. Was langsam nicht funktioniert, kann schnell nicht funktionieren. Eigentlich ist Schnellspielen ja nichts anderes, als dass du eine Sache, die du langsam gut kannst, einfach nur schnell ausführst. Wenn dir aber langsam nicht sitzt, kannst du die auch nicht schnell spielen. Geht ja gar nicht. Und es ist viel, viel wichtiger, dass du am Anfang langsam die Sachen gut einstudierst, damit deine Finger genau wissen, was sie machen sollen. Wann will welcher Finger wo auf dem Griffbrett hin? Wann ist ein Lagenwechsel? Wo muss ich den ersten Finger hin? Welcher Fingersatz ist der ideale? Und wie schlage ich das am besten an? Wo tue ich vielleicht einen Raking spielen? Wo nicht? Wo tue ich mit der Zeigefinger? Und so weiter und so fort. Dass du einfach wirklich kristallklar hast, was wann passieren muss, damit diese Abläufe total automatisiert sind und du sie quasi nur noch abspulen musst. Und wenn du dir zum Beispiel auch mal Bassisten wie Marcus Miller oder Victor Wooten oder Christian McBride, wenn du auf einen Workshop von denen gehst oder dir auch Interviews anhörst oder auch hier auf YouTube dir Sachen anschaust von denen Interviews, werden die auf die Frage, wieso kannst du eigentlich so schnell spielen? Was hast denn du geübt, dass du so schnell spielen kannst? Werden die immer wieder sagen, du, ich habe im Endeffekt einfach total viel langsam geübt. Das ist ja dann offensichtlich schon eine Sache, wenn das die Großen so machen, dann sollten wir das auch so tun. Und es ist einfach essentiell wichtig, dass du es wirklich langsam ziemlich gut einstudierst. Und du sparst ehrlich gesagt auch Übezeit, wenn du dir am Anfang mehr Zeit nimmst, es langsam gut einzustudieren und es vor allen Dingen auch sich setzen zu lassen. Also quasi nicht zweimal gut langsam gespielt, zack, jetzt versuche ich das gleich im Originaltempo oder jetzt versuche ich gleich mal das Tempo nach oben zu schrauben, sondern lass dir ruhig Zeit, dass wirklich die Bewegungsabläufe richtig, richtig gut sitzen. Denn sitzen diese Abläufe, also weiß jeder Finger, wann er was zu tun hat, dann ist es im Endeffekt einfach bloß noch eine Frage der Zeit, bis du das im Originaltempo hinbekommst, und das Tempo kommt irgendwie auch von ganz alleine. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn du jetzt selber dir das Video gerade anguckst und denkst dir, aber das mache ich doch schon, ich warte doch schon die ganze Zeit, ich spiele es doch schon die ganze Zeit und es kommt und kommt einfach nicht zum Originaltempo hin. Erstens, im Tipp 2 habe ich dann gleich noch einen Tipp, wie du im Endeffekt versuchen kannst, das noch ein bisschen zu strapazieren. Aber bleib mir erstmal kurz hier noch beim Tipp 1, nämlich hab da einfach Geduld. Wie hat zum Beispiel ein Dozent bei mir in der Hochschule mal gesagt, da habe ich auch ein Stück gehabt, ich weiß gar nicht mehr, was das war, und ich konnte das Zieltempo war, glaube ich, irgendwas ein paar 90, und ich habe das einfach nicht ins Tempo 90 gekriegt, es ging einfach nicht. Tempo 80, da war irgendwie Schluss. Und Bill, damals der Dozent, hat zu mir gemeint, hey du, wenn es jetzt gerade die Zeit ist, das Ding in 80 zu spielen, dann spielst du es halt in 80. Und vielleicht ist ja morgen die Zeit, dass du es in 92 spielst, vielleicht aber erst nächste Woche und vielleicht aber auch erst in einem Monat. Ist doch nicht so wichtig. Du kannst es jetzt spielen, und wenn es jetzt einfach so ist, dann spielst du einfach in diesem Tempo. Und das hat mir total viel Ruhe gegeben. Ich dachte, hey, wenn das schon ein Dozent von mir zu mir sagt, dann würde es schon irgendwie stimmen. Und es stimmt auch. Ich habe es irgendwann in 92 gespielt oder 93, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Stück ist. Aber es hat mir auf jeden Fall die Ruhe auch einfach gegeben, da geduldig zu bleiben und einfach dran zu bleiben. Das Tempo kommt von ganz alleine, man muss der Sache einfach nur Zeit geben. Und ehe du dich dann verbeißt und ehe du da irgendwie frustriert bist und sagst, oh, jetzt übe ich das ein halbes Jahr lang, nee, mach das nicht. Sondern wenn du merkst, okay, ich komme jetzt einfach hier nicht weiter, dann leg es einfach mal zur Seite, übe irgendwas anderes, lass die Sache einfach mal setzen. Und meistens ist es dann so, wenn du das dann auf einmal wieder rausholst, dann klappt es auf einmal in einem Tempo, wo du vorher gar nicht gedacht hättest, dass es irgendwie in dieses Tempo in kürzerer Zeit mal hinkommen wird. Mein Tipp Nummer 2 ist das 3-vor-2-zurück-Prinzip. Was hat es damit auf sich? Du kennst bestimmt folgende Situation. Irgendwie habe ich es ja im Tipp Nummer 1 auch gerade gesagt. Du hast einen Song oder eine Basslinie, einen Riff, was auch immer, und du spielst es und es kommt und kommt einfach nicht über einen gewissen Punkt hinaus. Sagen wir zum Beispiel, du willst das Stück in 140 spielen,
Hast es gut eintrainiert, hast gemacht, was ich im Typ 1 gesagt habe, hast es schön langsam dir drauf geschaufelt, alles funktioniert wunderbar. Und eigentlich ist 140 das Zieltempo, aber 100 ist Schluss. Und zwar wie auf Knopfdruck, bei 100 ist Schluss. Es geht auch kein Zentimeter weiter. Ja? Also wenn du das Ding versuchst, auf einmal in 101 zu spielen, geht gar nichts mehr. Irgendwie hast du das Gefühl, das ist ein ganz anderes Tempo. Das ist ja himmelweiter Unterschied zwischen 100 und 101, also viel, viel schneller. Dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, was jetzt gerade passiert sein kann. Die erste Möglichkeit wäre, dass du auf einmal deine Wohlfühlzone verlässt. Soll bedeuten, es gibt so eine Zone, gerade in den mittleren Tempis, in denen funktioniert gefühlt alles. Ja, da kannst du spielen, was du willst, da bist du technisch ein Gott. Funktioniert alles, da passiert gar nichts. In Wirklichkeit passiert da ganz schön viel, aber du bist in einem Tempo, in dem du dich ja quasi wohlfühlst und wo auch viele spieltechnische, ja, wo viele Sachen, die in deiner Technik gar nicht so dolle sind, verziehen werden. Weil sie einfach nicht so auffallen. Aber wenn es ein bisschen schneller wird, dann fällt auf einmal auf, huch, da ist technisch was nicht in Ordnung, aber auch andersrum. Wenn du das Ding um einiges langsamer spielst, in einem wirklichen, richtigen langsamen Tempo, also 40, 50, wirst du merken, huch, es funktioniert da auch nicht so gut, einfach weil das auch außerhalb der Wohlfühlzone ist. Wenn es so sein sollte, dass du da quasi deine Wohlfühlzone verlassen hast, dann Tipp Nummer 1, geh wieder in Tempo ganz weit runter, mach technisch erstmal klar, was soll da jetzt eigentlich passieren und dann richtig einstudieren und erst dann quasi das Tempo nach oben schrauben. Oder die zweite Möglichkeit ist, dein Kopf macht einfach gerade zu. Das ist einfach so eine Schwelle, wo dein Kopf sagt, nee, das ist einfach viel zu schnell. Das geht jetzt gar nicht. Das kann ich nicht spielen. Und eigentlich hast du die Technik, das schneller zu spielen, aber innerlich hast du eine Blockade, weil dir das einmal auf einmal so wahnsinnig schnell vorkommt. Weil es zum Beispiel auf dem Papier heißt, oh, das ist jetzt über 100. Das muss ja dann noch schnell sein. Und dann mache ich, wenn mir das passiert, oft die 3 vor, 2 zurück Regel. Soll bedeuten, ich probiere es gar nicht, ob ich das in 102 oder 103 hinbekomme, weil das macht mein Kopf ja irgendwie, sagt mir, nee, das geht nicht. Ich spiele es gleich viel, viel schneller. Zum Beispiel eher in 110, 115, 120. Das ist natürlich um einiges schneller als 100. Und das wird sich auf jeden Fall auch um einiges schneller anfühlen. Und es wird wahrscheinlich auch schief gehen. Aber wenn du jetzt 3 bist du vorgegangen, 2 zurückgehst, also das darf man jetzt auch nicht so mathematisch genau sehen, aber dass ich zum Beispiel jetzt zurück auf 110 gehe, auf einmal fühlt sich 110 gar nicht so wahnsinnig schnell an. Obwohl es ja eigentlich um einiges schneller war als vorhin dieses 100. Und meistens klappt es dann auf einmal, weil ich habe es ja gerade schon mal in 120 gespielt. Und auf einmal, wie gesagt, fühlt sich 110 langsamer an. Und so kannst du natürlich probieren, immer und immer wieder mehr auf dein Zieltempo hinkommen. Das klappt nicht immer, aber mir hat es schon in vielen Fällen geholfen, einfach, ja, um meine Blockade, die ich innerlich hatte, einfach nach vorne zu bringen. Tipp Nummer 3, wer schnell spielen will, sollte auch schnell hören. Ich muss natürlich auch eine Vorstellung haben, wie klingt denn das jetzt eigentlich, was ich mache? Wenn ich einfach nur schnell denke, es muss schnell sein, dann wird es auch irgendwie nur schnell klingen. Aber halt nicht, wie was ich langsam spielen kann, einfach nur in einem schnelleren Tempo. Es soll natürlich genauso klar auch die Achtelnoten da sein, nicht einfach nur lüt. Wenn ich schnell voraushöre und das heißt einfach nur lüt, dann werde ich lüt spielen. Sei mir nicht böse, ja. Es ist jetzt sehr übertrieben. Aber ich muss eine Vorstellung haben, was kommt denn da jetzt eigentlich? Wie sollten sich das anhören, was ich jetzt gleich spiele? Wenn ich einfach nur im Kopf habe, schnell, dann wird einfach nur irgendwas Schnelles kommen. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Metronom anmache, mach das einfach zum Beispiel mal als Übung, dass du dir vorstellst, okay, das Tempo ist jetzt 130 zum Beispiel das Zieltempo, ich kann es in 130 mal hinlegen, das Metronom, dazu sich mal vorstellen, wie klingt denn das jetzt, wie soll denn das jetzt klingen, was ich gleich spielen werde. Oder wie meine alte Klavierlehrerin immer zu sagen pflegte, eine schnelle Stelle sollte man sich nie schnell vorstellen. Es klingt im Endeffekt einfach nur ja ein bisschen schneller. Natürlich ist es schneller, aber einfach keine Panik dafür zu haben, das hat sie damit natürlich einfach gemeint. Und das meine ich auch. Probier einfach, ja, dir die Angst zu nehmen, dass es einfach nur schnell sein muss, sondern einfach nur Vorstellung zu entwickeln, was muss denn jetzt gleich kommen. Denn wenn du eine Sache gut voraushörst, dann kannst du in der Regel auch spielen. Das waren meine 3 Tipps zum Spielen von schnelleren Tempis auf dem E-Bass. Was machst du, um deine Tempis ein bisschen nach oben zu schrauben? Tät mich interessieren? Schreib's uns doch einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alex von eberslern.de. Ciao.